Willkommen zu Untitled Goose Game von House House. Ein Spiel, das schon vor geraumer Zeit erschienen ist und jetzt seit wenigen Tagen einen Koop-Modus hat. Wir wollten das eigentlich immer schon im Einzelspieler-Modus spielen, aber dann wurde der Koop-Modus angekündigt und dann haben wir uns natürlich gedacht, lass uns das doch gleich im Koop spielen und zwar blind. Das heißt, keiner von uns kennt bisher den Einzelspieler-Modus und mein Koop-Partner auf der anderen Seite dieses Bildschirms sehen wir hier links, der Mann mit dem roten Höcker auf der Nase, Michael Obermeier. Guten Abend. Guten Abend. Ja, so ein ganz aktueller Modus, den wir uns hier anschauen und ich freue mich drauf. Ich auch. Seit dieses Spiel angekündigt wurde, war klar, dass wir das irgendwann auf GameTube spielen müssen. Dass es einen Koop-Modus bekommen soll, war damals noch nicht klar. Umso geiler, dass das jetzt geht. Es wird wahnsinnig bescheuert. Kann ich euch, glaube ich, schon mal versprechen. Und ja, wir müssen uns noch Gänsenamen geben. Hast du dir einen Gänsenamen ausgesucht? Ich habe mir schon ein paar überlegt. Also ich sag, also mein Favorit wäre Gansi Hinterseher. Okay. Ich habe noch ein paar andere, wenn du noch Inspiration brauchst. Also ich war mir nicht sicher, ob ich mich Christoph Gans nennen soll, wie der französische Regisseur, oder eher im Plural für Gus Gisela Schneeberger. Aber oder doch Oliver Gans. Aber das ist ein bisschen scheiße, deswegen, was hast du für Vorschläge noch? Na, ich hatte halt sonst nur noch weitere quasi Hansi-Varianten, also halt ganz Albers oder, sehr gut. Was gibt's noch? Gansi. Ich nehme ganz Gansi, Albers. Gansi Flick gibt's natürlich auch. Gansi Flick, nee, ich nehme ganz Albers, der blonde okay. Gannis, sagt man auch, dann starten wir mal. Aber ich habe uns einen Bandnamen ausgesucht und zwar, weißt du's? Ja. Nee. Guns N' Roses. Oh. So, wir starten im Zweispieler. Das ist ein Steam-Remote-Spiel. Das heißt, Michi muss es nicht mal installieren, sondern ihr könnt das auch, wenn ihr das kauft, könnt ihr einfach per Steam-Remote-Play, geht nur bei Steam, bei Epic nicht, einen Spieler installieren, der kriegt das dann gestreamt und dann rockt die Hütte. Es ist ein Rätselspiel im weiteren Sinn. Und jetzt kommt der beste Modus. Aufgepasst zum Schnattern, X drücken. Das ist jetzt schon gut, ey. Musste ich einen Ticken leiser machen. Moment. Na, ob das jetzt funktioniert hat, keine Ahnung. Wahrscheinlich sind wir jetzt beide zu leise. Ach, jetzt haben wir diesen Modus doch an. Nee, das machen wir aus. Pass auf, das muss ich kurz umstellen. Weil wir ja nicht blöd sind, machen wir den Symbole für zwei Spieler aus. Ihr müsst uns auch so erkennen. Also ich bin die Gans mit dem orangenen Schnabel. Ich bin die Gans mit dem roten Schnabel. Und dem Höcker auf dem Schnabel. Genau, und los geht's. Mit haben A unterschiedliche Schnattergeräusche, wie geil ist das? Zum Neigen, okay. So, und jetzt können wir mit B Sachen aufheben. Ah ja, ein Stiefel. Kannst du mir den Stiefel geben? Das ist überhaupt nicht lustig. Wie, was ist denn da nicht lustig? Nach da unten einer, um Dinge. Einer recht früh schon beschrieben, das Geile an dieser Gans ist einfach die Animation, weil dieses Watscheln gleichzeitig irgendwie sehr realistisch und sehr determiniert aussieht. Also man weiß schon, wo diese Gans hinwatschelt, da ist Gefahr im Verzug. So, man muss aber den Kopf quasi schon im Vorfeld runtergenommen haben. Man kann ihn nicht erst runternehmen, wenn man schon am Apparillo steht. Richtig. So. Was kann man denn noch machen? Kann ich so in so eine bedrohliche Drohhaltung gehen. Ach, und dann A gedrückt halten ist dann irgendwie auch so wütendes Anstürmen. Ah, flattert der dann beim Anstürmen? Also ein bisschen. Mal. Dann nehme ich jetzt mal das hier. Du musst unten auch machen. Oh, fall das jetzt um? Nee. So, das Ziel des Spiels ist, ja, man muss jetzt so ein kleines Dorf terrorisieren, soweit ich weiß. Oh. Untitled Geese Game. Was sind sie dich süß, wie sie hier so vor sich hin? Wie so ein Schwan. Findest du Schwäne oder Gänse schlimmer? Kann ich nicht sagen. Schwäne sind angeblich richtige Arschlöcher.
die von mir sehr geschätzte Band Swans. Die heißen so, weil Schwäne sehr schöne, aber unglaublich arschlochmäßige Tiere sind angeblich. Ich wurde mal von, also nicht ich, sondern ein Freund von mir wurde mal von einem Schwan attackiert. Aber zu Recht. Ich wurde mal von Gänsen attackiert. Auch zu Recht. Nee, stimmt gar nicht. Da bin ich einfach nur einen Weg entlang gelaufen. Dann haben die mich... Hä? Zoomen kann man. Zoomen kann man mit LBRB. Zoomst du jetzt die ganze Zeit? Ja, okay, das müssen wir vielleicht ein bisschen abstimmen. Dramatischer Zoom. So, und ich kann mal hier die Quests aufmachen. Also, wir haben Aufgaben. Geh in den Garten. Moment, was ist hier? Also, mach den Gärtner nass. Klau dem Gärtner seine Schlüssel. Bring den Gärtner dazu, seinen Sonnenhut zu tragen. Wirf den Rechen in den Teich. Mach ein Picknick. Und man muss auf die Picknickdecke dazu bringen: Sandwich, Apfel, Kürbis, Karotte, Marmelade, Thermoskanne, Radio, Korb. Ich weiß nicht, wo die Picknickdecke ist, aber ich weiß, wo schon mal Zutaten dafür sind. Kommen Sie mal mit. Warte mal, ich will mal ganz kurz was ausprobieren. Welcher ist es? So, warte mal, so. Und dann... Dramatischer Zoom. Geht. Also hier sind Sachen für die Picknickdecke. Genau. Dazu müssen wir... Tust du, wirf es ja nicht in den Teich. Also ist ein bisschen denn das was für Journey, ne? Dieses Rufen. Stimmt. Leg den Apfel mal ab, den braucht man noch nicht, dass wir die Quest nicht schaffen. So, dann legen wir jetzt mal wieder schön zurück und suchen erstmal die Picknickdecke. So. Spar dir das mal für die Dorfbewohner auf. Ich weiß nicht, ich bin halt einfach... Ah, ist die Picknickdecke, ja, okay. Also, Sandwich, Apfel, Kürbis, Karotte. Da können wir ja den Scheiß hier schon mal hinlegen. Ach, jetzt ist es auf einmal doch richtig. Ja, jetzt ist richtig, weil wir jetzt ja die Decke haben. Man braucht immer erst die Decke. Ich meine, allein das wäre schon total gruselig, wenn man das beobachtet, dass Gänse das machen. Du hast keine Ahnung, was ich schon bei Gänsen beobachtet habe. Eine, die lag, was hatte er jetzt denn für ja, Probleme? Kommen Sie mal mit. Eine, hier. Die lag mal auf so einem Teller mit Rotkohl außenrum und Klöpsen. Also kann ich dir eigentlich sagt man bei uns Blaukraut und Knädel, aber ich denke auch an euch Norddeutsche. Man kann das sagt man auch nicht Klops, oder? Kein Henkel dran. So, was müssen wir jetzt noch machen? Kürbis, Karotte, Marmelade, Thermoskanne, Radio. Das Radio, das lag da vorne. Ja. Musstest du das jetzt anmachen? Das erregt doch Aufsehen. Ja. Macht man das aus? Vielleicht geht das. Oh, pass auf, da kommt der Bauer. Schau, der will sein Radio zurückhaben. Scheiße. Oh, oh. Aber jetzt ist die Tür offen, dann schleich ich doch schon mal. Aber komm mal rein hier. Warte mal, ich versuch den erst zu beklauen. Ich lenke ihn von vorne an, du klopfst ihn nicht. Ja. Ah. Oh Gott, ich nehme das Radio. Das ist geil. Scheiße, jetzt will er seine Schlüssel wieder. Wir müssen im Radio mal schauen, was er mit dem Schlüssel aufkriegt. Lenk ihn ab. Da, ich habe keine Power mehr. Radio nehmen. Scheiße, es geht nicht. Aber jetzt passt. Oh, jetzt wart ab. Achso, man kann Radio, nur so und so weit voneinander weg. Wir müssen das ein bisschen... Ja. Okay. Jetzt kommen wir mit dem Radio ein bisschen näher. Warte. Wieso ist denn der so schnell? Jetzt hat er schon wieder fallen gelassen. Warte, du musst nochmal zurückkommen. Dann komme ich mit dem Radio. Aber den Schlüssel hast du doch da oben. Den kannst du doch jetzt klauen. Ja, aber wir wissen ja noch gar nicht, wofür wir ihn brauchen. Ja, weil wenn ich jetzt... Warte mal, ich lenke ihn jetzt ab und du klaust ihm den Schlüssel. Schnell! Ah. Er sucht immer noch sein Radio. Wir müssen auch die Marmelade noch auf. Der steht nämlich hier oben. Dann nehme ich die jetzt mit. Ich nehme den Apfel mit, warte. Und die Thermoskanne brauchen wir auch noch. Apfel haben wir schon. Ach so. Dann nehme ich die Thermoskanne mit.
Ah! Ah! Du scheiß Bauer. Wieso sag ich eigentlich immer Bauer? Das ist ein Gärtner. Ja, da. Gut, 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 gut. Und jetzt raus. Warte, aber ich renne die andere. Lass mal das da liegen. Haben wir ihn abgehängt? Na, oh! Hey, da ist er doch. Das ist mein Kumpel in Ruhe. Hol das Radio, hol das Radio! Ja, ja. Er hat es liegen gelassen. Warte. Du musst mit der Thermoskanne. Ja, ja. Ah, fuck. Aber egal, jetzt haben wir es vergessen. Wenigstens die Kanne schon mal. Gib ihm die Kanne. So, ja. Was jetzt noch? Was fehlt jetzt noch? Jetzt hat er immerhin das Zeug schon alles vergessen. Also Kürbis, Karotte und Radio Karotte. Muss noch auf die Decke. Dann also müssen das Radio wir den, muss das Letzte sein. Den Gärtner nass machen, ihn dazu bringen, seinen Sonnenhut zu tragen, den Rechen in den Teich schmeißen. Ja, also nass machen sollte eigentlich gehen. Pass auf, da stellen wir ihm jetzt eine Falle. Hier ist nämlich hier die Bewässerung. Da muss er hin und ich gehe in der Zwischenzeit da zum Wasserhahn. Und du holst den, schaust mal das... Der ist da auf der anderen Seite. Ja, da hat er die Thermoskanne schon wieder vermisst. Ja, aber dann, warte mal, dann versuch ihn... Klau ihm mal den Schlüssel. Warte, jetzt kommt er mir nach, warte. Achso, nee, ich klau mir den Schlüssel, warte. Warte. Jetzt schnell, warte. Und jetzt an. Jetzt müssen wir es nur noch schaffen, ihm, dass er einen Sonnenhut aufsetzt. Brauchen wir den Schlüssel noch für irgendwas, dann schmeiße ich es in den Teich. Nein, nicht in den Teich. Den Schlüssel brauchen wir bestimmt noch für irgendwas. Na schön. Wir brauchen den Rechen noch. Ist das mal aufgefallen? Was? Dass du nur die Flügel aufspannst und diesen Lauf machst, sieht so aus wie der Butler bei Dinner vor Ort. Stimmt. Oh Mann, was müssen wir machen? Wie geht das mit Back? Achso, in Freddy Frinton. Den Rechen in den Teich. Und das ist der Sonnenhut. Aber wie kriegen wir den Hut auf den Gärtner? Können wir mit dem Rechen den. Wir könnten ihm vielleicht mal die Stiefel verstecken. Nee. Warte mal, kann man den so hinlegen, dass es ihm ja so rum? Warte. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Ja. Warte, schaff mal. Ich glaube, er ist schon hier. Ja, er ist schon hier. Jetzt hat er sich die Marmelade zurückgeholt. Schuh. Wir klauen ihm die Marmelade und ich flüchte über den. Lass den rechnen, dass der. Na. Aber wie kriegt mir den Warte mal, kann ich, auf den Bauern? Kann man hier was machen? Die kann ich aufmachen. Naja, können wir ihn dazu bringen, seinen Hut aufzusetzen, indem wir ihm halt seinen bisherigen Hut irgendwie kaputt machen oder dass er den verliert? Ich weiß nicht, vielleicht können wir ja das Wetter besser machen. Das. Nimm mal du den Rechen mit, dann schmeißen wir den schon mal weg. Aber lenk ihn ab mit der Marmelade. Das wirkt immer. Dieser arme Mann, der hat doch nichts gemacht. Er hat sich ja mit den falschen Gänsen angelegt. Ja. So. Servus. Jetzt die Marmelade noch aufs Picknick. Was fehlt denn da jetzt noch? Achso, Kürbis, Karotte und das Radio. Aber war das Gemüse bei ihm im Garten denn? Gibt's denn was anderes noch? Also können wir noch woanders hingehen, außer in den Garten von ihm rein? Es gibt hier, glaube ich, schon noch. Wir können uns mal umschauen. Achso, man muss gar nicht mit den Flügeln schlagen, um laufen zu können. Das geht auch so einfach. Das schaut nur geiler aus. Ah! Ja, lass ihn seine blöde Thermoskanne holen, die holen wir dann schon nochmal. Müssen wir uns erstmal einen Überblick verschaffen. Also hier gibt's Kohlköppe.
Hier ist so ein Tor, aber da kommt man nur von der anderen Seite durch. Ich glaube, das war's schon fast. Aber mit dem Sonnenhut, das ist echt noch rätselhaft, wie man das... Ist hier oben noch was vielleicht? Komm mal mit. Lass nicht, lass nicht. Aha, vielleicht ist hier ein Geheimgang. Nee. Duck dich mal. Achso. Warte, warte. Nee. Oder? Probier's nochmal. Nee. Okay, okay. Ich glaube, das ist eh nur ein großes Level, was man halt dann so stückweise freischaltet. Aha, hier geht's nicht mehr weiter. Na gut. Hier geht's hoch, die Treppen. Was gibt's hier? Eine Flasche? Was ist das hier noch? Ein Diesel. Stimmt. Lass das mal hier liegen für ein Sonderquest, aber das merken wir uns mal, dass das hier ist. Bestimmt braucht man das noch. Gib dem Baby seinen Schnuller zurück oder so. Und ein Stiefel. Da ist noch ein Stiefel, ja. Hm. Das ist da also oben. Geil, ist wenn so halt Gänse in Wirklichkeit tatsächlich... Meißen? Bitte? Was meinst du mit Gänse in Wirklichkeit? Stell dir vor, Gänse hätten tatsächlich genau... so einen Lebensinhalt und man wird es gar nicht so merken als Mensch. Aber auch nur, weil sie den ganzen Tag quasi Metal Gear Solid spielen. Ja, genau. RIT! Das ist ein Spaten, sie Ferkel. Können wir mit dem, warte mal, können wir mit dem Rasenmäher Quatsch machen? Ich schau mal kurz, wie es um das Picknick bestellt ist, ob der schon wieder alles abgeholt hat. Oh ne, ah doch, tatsächlich. Der sagt, der hat alles wieder zurückgeholt. Seine Sachen wieder zurück. Aber dann lass uns mal kurz, bevor wir die anderen Sachen holen, müssen wir dann schnell, lass die Rüben sind einfach da drin, ne? Genau, Karotte und einen Kürbis brauchen wir auch noch. Blermin. Hier ist so ein kleiner, kann man das aufmachen? Da oben ist ein Hammer. Er quakt den Hammer an. Aber wie kriegen wir das mit dem Sonnenhut hin? Ich meine, man kann ja auch nicht springen und nix. Was macht er jetzt? Also irgendwie bin ich jetzt da... Vielleicht beobachten wir ihn mal. Vielleicht macht er irgendwas Sinnvolles. Muss also das auch Radio mal hat er jetzt haben. Da zu sich geholt, weil er es quasi nicht... Oh, das ist ein anderes Radio. Ah, ist der Kürbis. Ah ja. Ja, theoretisch müssen wir das so super heistmäßig machen. Also quasi, wir müssen immer zwei Sachen mitnehmen, damit er immer nur eine wieder zurückbringen kann. Weil er kann ja nicht zwei Sachen auch nehmen. Das heißt, er kann immer nur eine wieder zurückbringen. Dann versuche jetzt ich, den Kürbis zu nehmen. Warte mal, ich würde halt so gern wissen, wann der irgendwas mit dem Sonnenhut zu tun hat. Nehme ich halt erstmal eine Karotte mit. Jetzt aber schnell. Der ewige Tanz. Sag aber, hey. Ein Kürbis. Komm. Jetzt gehen wir vielleicht in den Garten und holen die nächsten zwei Sachen, weil es geht ja wieder zurück. Okay. Jetzt brauchen wir noch die Marmelade. Die Thermoskanne. Außerdem können wir einfach noch eine Rübe klauen. Antoi links, Antoi ja, wie uns Gansi Flick das beigebracht hat. Gansi Müller gab's auch noch. Gans Sapai gab's auch. Karotte und Radio noch, jetzt aber. Jetzt holt er die Marmelade wieder. Hat er die Karotte jetzt irgendwo liegen gelassen auf halbem Weg? Nimmt er die Karotte, die er zurückgelassen hat? Da, wo ist denn das Radio jetzt hin? Ah, hier. Wie sie voll über die Gießkanne drüber gelassen hat. Was? Stimmt ja gar nicht. Schnell. Er ist doch nicht recht an, jetzt aber. Schnell die Marmelade. Ah, shit.
Au. Diese geile Klaviermusik dazu. Es fehlt jetzt noch immer noch die Marmelade und das Radio. Immer noch war die Marmelade im Weg. Da ist sie. Ich nehme die Marmelade. Schau das Radio ab. Oh, jetzt aber schnell. Das ist, als würde es von so einem stumpfen Pianisten begleitet werden. Das Jetzt hör ich das Radio, dann haben wir das Picknick geschafft. Hey. Das Radio wieder her. Yes. Ja. Sehr gut. Eine neue Aufgabe war es. Bringt den Gärtner dazu, sich mit dem Hammer auf den Daumen zu schlagen. Ja, okay. Da muss man ihn wahrscheinlich echt mal beobachten, was er denn irgendwann hämmert, weil der Hammer, der liegt ja so weit oben, da kommen wir nicht ran. Und wenn er dann hämmert, dann zieht man einfach das weg. Wenn der jetzt einen Hammer holt, ja, dann ist er der Held. Da müssen wir ihn jetzt trotzdem mal eine Weile beobachten, glaube ich. Also das muss ihn, glaube ich, einfach nur anquaken, oder? Während der irgendwas hämmert. Dazu muss er aber. Jetzt schauen wir erstmal, was der so macht. Ja. Jetzt sind wir mal ein bisschen unauffällig. We just mind our business. Here we are in the yard, minding our own business. And then a Nazi came. Aha. Was ist jetzt hier? Oh, jetzt will er ein Schild bauen. Wenn der jetzt mit dem Hammer ein Schild baut. Pass auf. Okay, also anschleichen. Gänse. Achtung, Achtung, Achtung. Anschleichen, wenn er jetzt hämmert. Und dann quaken Nagel. Und flattern. Eins, zwei. Die Tür ist offen. Schnell durch. Nein, er muss doch noch den Sonnenhut aufsetzen. Das ist geil. Ja, jetzt sucht er die Rüben. Viel Spaß. Komm, lass mal durch die Tür gehen. Vielleicht finden wir da noch irgendwas. Ich klaue den Hammer. Und das Scheißschild erstmal umrocken. Und den Hammer klauen. Oh, guck mal. Wo bist du denn hin? Ich sehe dich nicht mehr. Wo bist du denn hin? Hä, wo bist du? Ich kann dich nicht mehr sehen. Du kannst mich nicht sehen. Nee, wo bist denn du? Ich stehe doch genau neben den Blumen da oben. Bist du da? Ach, in dem Beet drin. So, jetzt müssen wir trotzdem noch den Case mit lass dem mal Sonnenhut hier durch, ob man klären. Da irgendwas finden kann, womit wir ihn dazu bringen können, den Sonnenhut aufzusetzen. Ach so, ja, aber es kann nicht, dass das dann neues Level ist. Weiß ich nicht. Wo kann man denn hier den größten Schaden mit anrichten, mit dem Hammer? Und in dem Moment wird ein Kind eingeblendet. Ach schau, man kann das ja durchblättern, okay. Also wir haben jetzt tatsächlich nur noch Sonnenhut offen. Und ja, hier zerbricht den Besen, sperre den Jungen in der Telefonzelle ein, bring den Jungen dazu, die falsche Brille zu tragen. Bring jemanden dazu, die eigenen Sachen zurückzukaufen. Tritt im Fernsehen auf, geh einkaufen. Okay. Sollen wir hier vielleicht mal ein Päuschen machen? Jetzt im nächsten Abschnitt. Oder denken, wir gehen jetzt nochmal kurz zurück und schauen mal, ob wir noch irgendeinen Plan haben für den Sonnenhut. Weil meinst du, das ist dann so hubübergreifend? Oder müsste die Lösung im ersten... Vielleicht muss man erst noch irgendwas machen. Weiß ich nicht. Vielleicht kann man es doch einfach jetzt schon lösen. Gut. Wir machen hier mal den Schupfer ran. Nee, auch nicht. Das kann man auch nicht so aufmachen. Egal. Ich glaube, wir machen jetzt hier mal kurz eine Pause. In der nächsten Folge gucken wir dann, ob wir das mit dem Sonnenhut noch schaffen oder was man mit dem Kind machen kann. Bis zum nächsten Mal. Kinder terrorisieren. Super. Bis dann.